Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Space 2 mit der Nisho. Wir werden hier von den Cravern angegriffen. Ja. Da müssen wir mal schauen. Wir können jetzt keine Upgrades machen, bis der Kampf vorbei ist. Ansonsten hätten wir jetzt noch die Flotte komplett spezialisieren können gegen die Gegner. Aber das geht nicht. Erst nachdem die Schlacht vorbei ist, kann man wieder Schiffe upgraden und reparieren. So, wie sieht's aus? Wir sind deutlich stärker. Gegner setzen auf Energiewaffen wie auf Projektilwaffen. Und ja, entfernungstechnisch alles ganz okay, außer mittlerer Reichweite. Wenn mal hier die Schildabsorption hochkurbeln. Wir können auch Trophäen einsammeln machen. Aber ich möchte keine Schiffe verlieren. Wenn den angeschlagenen Graufalken nach unten setzen und den Graufalken mit voller Energie in die Mitte. Die Transporter werden halt auch priorisiert, falls sie da sind halt Beschützer von der Rolle her. Haben dann eine höhere Wahrscheinlichkeit angegriffen zu werden. Die möchte man jetzt natürlich nicht verlieren. Zum einen habe ich nach oben. Falls die Gegner nur eine Flottille haben, wird unsere erste Flottille auch in die Mitte fliegen. So. Los geht's. Aber die Gegner haben zwei Flottillen. Okay. Wir haben jetzt schon mal Moralbonus, weil wir drei Flottillen haben. Aber hier müssen wir jetzt uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Das sieht so bedrohlich aus, aber das Schiff ist ja von Anfang an so angeschlagen gewesen. Ja. Ah, hier, der Transporter wird angegriffen. Na, jetzt haben wir schon mal deutlichen Bonus. Ich glaube, den einen Transporter verlieren war. Ganz knapp. Okay, den haben wir verloren. Ja, okay. Aber die Kraven haben 5 Schiffe, verloren wir nur 1. Das kann man so mitnehmen. Und das und Forschung haben wir bekommen wegen unseres Gesetzes. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ah, ein Transporter verloren, aber ist okay. Okay, dazu gewonnen. Und Erfahrung. So, Fördersonde einsetzen. Das ist ja mal ganz nett. Auf dem Planeten. Da kriegen wir dann Last und Forschung für unser Heimatsystem.
Das müssen wir mal schauen. Halt immer noch die Piraten, ja. Jetzt gerade halt einen Transporter verloren. Aber unseren Graufalken, der zusammen mit dem Habicht, kann hier auf jeden Fall die Front gegen die Piraten verteidigen. Und ja, da bauen wir jetzt noch einen Graufalken. Keine Spezialisierung bei 8 Leuten. Ja, auch ein Transporter, wir müssen die Piraten mal wegmachen. Drei Runden gibt's. Neue Piraten. Ah, unser Held kann aufgewertet werden. Plus 10% Schilddurchschlagskraft. Er hat sowieso schon von Hause auf plus 10% Schilddurchschlagskraft. Und damit sind es dann plus 20%. Und wir werden die Habichte mal anpassen. Dass sie auf Energiewaffen gehen. Das ist halt unser Es ist halt gut in Kombination mit dem Helden, weil der plus 20% Schilddurchschlagskraft gibt. Wir können halt jetzt im Marktplatz kommen wir auch. Das nicht vergessen mit der Systementwicklung. Strategische Ressourcen verkaufen. Aber hier kriegen wir pro Titan 65 Dust. Pro Hyperium 90 Dust. Jetzt kann man halt in seine Schiffe investieren. Graufalken. Wie sieht denn aktuell unser Design bei den Graufalken aus? Dann nehmen wir nochmal einmal mehr E-Verteidigung rein, weil wir mehr Abwehr gegen Raketen haben, ja. Habe ich da haben wir angepasst. Das kostet natürlich extrem viel, den abzubrennen, weil da auch die Reparatur inklusive ist. Die Reparatur alleine kostet 1594.
Okay. Dann warten wir mal eine Runde. Ah, da wird der Graufalke gebaut. Okay. Den lassen wir erstmal so. Der ist ja nicht zusammen mit dem Helden. Also der hat nicht, bekommt nicht die 20% Schilddurchschlagskraft. Also ist natürlich jetzt nice, dass sie da mal angedackelt kommen, die Quaver. Oh. Das passt schon. Aber wir kriegen ja jetzt von Anfang an direkt einen großen Bonus. Jo, da gibt's Geld dazu und schön das dann Forschung. Aua. Die Strahlenwaffen verursachter Schaden 5525. Kann man vielleicht sogar. Na, ist egal. Die Strahlenwaffen, die machen auf alle Distanzen gleich viel Schaden. Wir sind gleich präzise. Okay. Ah, Transporter wird gebaut. Und da wir jetzt auch mehr Dust bekommen, können wir dann unsere Bodentruppen upgraden. Ah, wir müssen die Piraten loswerden. Da wird ja auch nochmal ein Transporter gebaut. So, ja, jetzt können wir der Leviathan-Designer anpassen. Kann man dann die also bessere Sonden in den Leviathan einbauen. Und das, also sind ja praktisch jetzt schon, also haben wir in der Ebene zwei Forschungen durchgeführt.
direkt Leviathan-Förderung 2 erforschen und würden Leviathan-Förderung 1 überspringen. Man sieht halt jetzt hier, dass die unterschiedlich stark sind, unterschiedliche Zeiten haben. Also unterschiedliche Dauern, unterschiedliche Abklingzeiten. Hier kriegt man Raubbaupunkte, als wenn man ein Craver wäre. Und Einsatzflexibilität. Schaltet zusätzliche Plätze für Hilfsmodule auf Leviathan frei. Regionale Regierungsbehörde. Eigentlich hätte ich ja schon beides ganz gerne. Allein, dass man jetzt hier zusätzliche Module bekommt. Wie lange dauert das denn? 20? Oh, 20 Runden. Dann vielleicht doch nicht. Dann wird das hier auch 20 Runden dauern, ja. Nee. Dann müssen wir uns erst nochmal um andere Sachen kümmern. Jetzt 40 Runden auf Forschung verzichten. Zum Beispiel Einfluss. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch so eine 20 Runden Forschung, okay. Nationalmuseum. Ja, es wäre schon sehr gut, das Nationalmuseum zu haben. Dafür müssen die Leute aber ergeben bzw. loyal sein. Erstmal hier noch ein bisschen was für die Forschung tun. Ah, und dann muss im Einfluss müssen wir uns dann kümmern. Das ist halt hier durch unser Gesetz. Kriegsbeutegesetz. Sehen wir jetzt hier nicht, aber. Sehen wir es nicht. Ah gut, da sehen wir es. Minus 34 Einfluss jede Runde durch das Gesetz. Jetzt über Hishu-Feiertage, da kriegen wir dann mehr Kay. Boden- und Raumschlachten. Und die Kay-Zone der Leviathane wird vergrößert. Verlieren aber Produktion. Hier würden wir halt jede Runde Kay verlieren. Forschung. Dazu bekommen, das verlieren. Billigere Flotten. Wir nehmen Gesetz über Hishu-Feiertage. Und der bewacht dort. Ja, also wir können jetzt hier die Leviathan-Designs anpassen.
Dann sind wir jetzt hier. Konzessionsbehörde. Was kann man jetzt austauschen? Wir können sagen, wir nehmen nochmal Fördersonden rein. Jetzt hat der Leviathan halt nur eine Bewegung von 2. Aber theoretisch muss er ja nicht schnell sein. Jetzt hat er halt 3 Fördersonden dabei. Aber wir können halt seine... Waffen auch nochmal verbessern. So. Hätte er halt 3 Fördersonden. Kostet das denn abzugraden? Aber kein Problem. Wir haben ja den Marktplatz freigeschaltet. Das hast du mir nicht gemerkt. 2540. Oh. Ja, genial wäre, wenn wir einen Planeten hätten, der Einfluss gibt. Dann hätten wir das Problem ja gelöst. Aber das ist eher selten. Das sind dann eigentlich einzigartige Planeten, glaube ich, die dann einem sogar Einfluss geben. Zauergeins, kleinen Lava. Zauberakt 2, winzig Asche. Ja, es dauert halt jetzt sehr lange, bis der da ankommt. Aber ich kann ja dann noch da bleiben. Ja, dann fliegen denn da offensiv hin. Aber gegen so eine 5er Kräberflotte oder 8er Kräberflotte will ich ihn halt auch nicht kämpfen lassen. Hier, wenn da ein paar Piraten kommen, wäre schon okay, aber. Mehr auch nicht. Ah, da sind noch so Freiräume. Na, da wurde jetzt eine Flotte fertiggestellt von den Piraten, hat man es gesehen, dass er wieder auf 11 hochgesprungen ist. Und hier wurde der Außenposten der Kräber zu einem richtigen Planeten. Also einer richtigen Kolonie. Okay.
Ja, müssen wir kurz einen Prozess machen. Die Fördersonde ist abgelaufen. Oh, da ist nochmal fertig geworden. Noch ein Transporter, okay. The Empire welcomes all who embrace its ideals. Ah. Das Vereinigte Imperium. Einladend. Ja. Okay. Ja, die ticken ja ein bisschen anders. Die wollen dann Tribut haben. Für ihre Kirche. Oh. Das ist natürlich perfekt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wir sind hier ausgestattet. Laserwaffen, Projektilverteidigung. Gut. Ah, wir sind extrem viel stärker. Und der ist... hat volles Leben, der Graufalker. Okay. Das ist der Wahnsinn, dass sich die Craver dann ständig nicht zurückziehen. Oh, kurzer Prozess. Kein Problem. Ja. Und wieder schön Profit gemacht. Dann hier belagern. Kann ich mal eine Sonde nach da oben schicken? Ah, ist die Frage hier, die abwärts noch durchführen. Also Infanteristen, die können wir auf jeden Fall upgraden. Haben wir es jetzt gemacht? Jupp. Aber für die Panzer. Ja. Müssen wir dann Titan verkaufen. Was kämen wir denn mit 29 Titanen? Okay, ja, das wird sogar reichen. So. Und die Partner haben doch bestimmt nur Infanteristen, jo. Ah, können wir ja das Verhältnis nochmal anpassen. Auf 50-50. Ja, wir kriegen ja dann auch noch Verstärkung. So, präventive Bombardierung oder Blitz? Ja, ich glaube, unsere Truppen, also wir haben noch so wenig Truppen, dass präventive Bombardierung besser ist.
Da kann ich mir halt am Anfang vom Kampf direkt... teile mir direkt Schaden aus. Unabhängig davon, wie viel Truppen man hat. Aber das war halt jetzt die präventive Bombardierung. Haben wir schon mal 12% verloren. Ja, 644 Schaden durch präventive Bombardierung. 848 durch die Panzer. 1035 durch Infanterie. Aber also ungefähr ein Drittel nochmal durch die Bombardierung dazu bekommen. Und sich mal im Hinterkopf behalten. Jawohl. Also da können wir unsere Forschung ankurbeln und als nächstes kriegen wir dann auch ein bisschen was in Richtung Einfluss. Bodenschlacht. Jetzt hatten wir gesagt ein Drittel durch die Bombardierung und ja, wir können jetzt hier Personaleinsätze mit minus 25%, also ein Viertel weniger, und bei Blitz 30% Personaleinsatz damit. Aber Blitz müsste besser sein. Ja, also halt die, das Viertel nicht verlieren und dann nochmal 30% dazu, ist halt mehr als ein Drittel, grob überschlagen. So, macht sie platt. Minus 100%. Ja, wunderbar. 7,9k bekommen. 30 Antimaterie und 60 Blaukäppling. Ja, okay. Jetzt haben wir hier 1830 Schaden gemacht durch die Panzer. 1927 durch die Infanteristen. Das ist schon gut. Ja, okay, und man macht halt auch nochmal 10% mehr Schaden. Also wenn man schnell vorankommen möchte und einigermaßen Truppen am Start hat, dann Blitz schon besser als die präventive Bombardierung. So, jetzt können wir hier kolonisieren. Und da kommen wieder Kraven an. Und Piraten. Und die Piraten, die fliegen dann in eine andere Richtung. Okay. Alles klar, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wie wir damit umgehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal die Piraten weggehauen, können da kolonisieren. Und ja, ich hoffe, wir stabilisieren uns hier langsam. Okay. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.